So. Na, doch mal sehen. Kenne ich, hatte ich schon. Diesmal. Was macht denn Lisbeth da? Moment mal. Was machen die da mit meinem Gesicht? Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Schumann. Das wird Thomas ja gefallen. Sag mal, fängst du schon wieder damit an? Du bist schon seit Ewigkeiten in Thomas verknallt und ja, jetzt scheinbar auch dich. Als ich sie gestern Abend einen Dessous gesehen habe, grandios. Und ich bin sicher, beim Speeddating haben sie gute Chance. Du musst endlich anfangen, dich mit Evas Tod auseinanderzusetzen, damit du irgendwann damit abschließen kannst. Entweder du holst dir Hilfe oder ich sorge dafür, dass du nicht länger den Vorsitz von Landstein Enterprises führst. Deine letzte Chance. Die Psychologin? Eva war schwanger? Woher haben Sie diese Informationen? Ihr Cousin hat mir einige Informationen zukommen lassen, damit ich mir ein besseres Bild machen kann. Du wusstest, dass Eva schwanger ist, richtig? Oh! Bist du wahnsinnig geworden? Dämliches Arschloch! Ansgar, jetzt komm mal runter. Ich kann dir das erklären. Ja, wisst ihr, ist das genug, man hört euch auseinander! Ansgar! Ansgar! Lass mich los! Ich will Ruhe, ihr Arschlöcher! Entschuldigen für sein Verhalten. Es tut mir leid. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Du hast gewusst, dass Eva schwanger ist. Du hast nichts gesagt. Warum habe ich das wohl getan? Weil du es nicht ertragen hättest in deinem Zustand. Und das entscheidest du? Es tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen, meine Herren. Das ist... Also, ich finde deine Augen strahlen heute besonders schön, Andi. Das ist nett. Hey, Andi! Genau dich habe ich gesucht. Klingt, als will er dir seinen Putzdienst abdrücken. Besser. Ich bringe dich groß raus und sorg dafür, dass sich die Leute auf der Straße nach dir umdrehen. Eine Cola bitte. Mhm. Und wie? Naja, du weißt doch, dass Emilio in Venezuela ist, weil seine Mama im Krankenhaus liegt. Wie geht's denn da überhaupt? Gar nicht gut. Deine Niere funktioniert nicht richtig und die Ärzte wissen nicht, wieso. Aber auf jeden Fall hat mich Emilio angerufen und gefragt, ob ich einen Laden aufmachen kann, weil er die Kohle für die Arztkosten braucht. Und was habe ich damit zu tun? Du sollst helfen. Beim Burrito-Braten? Nee, die Burritos brate ich selber. Emilio hat mir gezeigt, wie das geht. Was soll Andi dann machen? Dankeschön. Bitteschön. Du sollst die Dinge an den Mann bringen. Du sollst mit den Leuten reden, die Kinder zum Lachen bringen, mit ein paar Frauen flirten. Klingt nicht verkehrt. Bist du dabei? Ja, klar, Mann. Cool. Wir sollten so schnell wie möglich anfangen. Hast du Zeit? Ausnahmsweise, ja. Die Landsteins haben irgendeine komische Veranstaltung und wollen heute keine Handwerker sehen. Cool. Dann zeige ich dir gleich dein Arbeitsoutfit. Arbeitsoutfit? Ich gehe da noch mal schnell mit Tommy um den Block. Aber nicht in den Wald. Nein, keine Sorge. Ich renn schon nicht mit Tommy in eine Jagdgesellschaft mit geladenen Gewehren. Wieso sind Sie eigentlich nicht dabei? Weil ich Förster bin und kein Jagdgeselle. Außerdem ist die Buchhaltung viel zu lange liegen geblieben. Ich hoffe nur, dass Sie in meinem Forst kein Wild erlegen, das ich nicht freigegeben habe. Hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Frau Schneider, kommen Sie doch rein. Danke. Ja, noch mal ein kleines Dankeschön von Elisabeth und mir. Oh. Für Ihre Schützenhilfe bei unserer Veranstaltung im Schneiders. Sie haben uns wirklich gerettet. Frau von Itershagen wollte ihre Dessous überhaupt nicht mehr hergeben. Und auch die anderen Damen haben dann noch kräftig bestellt. Hallo. Sie ist eine Wunderwaffe. Ich hoffe, Sie sind sich darüber bewusst. Hallo. Sie hat nicht nur Elisabeth von Lahnstein den Stiftungsvorsitz gerettet, sondern sie hat auch unter den adligen Damen noch einige Kundinnen gewonnen. Mhm. Ich verstehe zwar nur Bahnhof, aber sie muss ja mächtig Eindruck hinterlassen haben. Ja, das hat sie.
So was ist mir noch nicht passiert. Echt nicht. Nee, der ist absolut wahnsinnig. Unglaublich. Der ist krank, der hört eine Klapse. Sollen wir nicht doch einen Arzt kommen lassen? Nein, mir geht's gut. Ida Sagenmuth von Justus in der Küche versorgt alles gut. So langsam gerät das alles außer Kontrolle. So langsam ist gut. Ansgar dreht mehr und mehr durch. Meine Herren, darf ich Sie in den Salon bitten? Zu einem kleinen Imbiss, da können wir uns alle von den Ereignissen erholen. Auf gar keinen Fall. Hier bleibe ich keine Minute länger. Wer weiß, was als nächstes passiert. Lassen Sie mich noch einmal sagen, wie leid mir das ist. Wir sparen sich das. Das war das allerletzte Mal, dass ich meinen Fuß über diese Schwelle gesetzt habe. Und unser Termin hat sich hiermit erledigt. Sie hören allerhöchstens von meinen Anwälten. Unverschämtheit. Meine Herren. Der Tee ist übrigens angerichtet. Ja. Ich könnte jetzt was Stärkeres gebrauchen. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ja, für mich bitte auch, Justus. Entschuldigen müssen. Schriftlich. Das wird nichts bringen. Und ich fürchte, Ittershagen wird nicht der Einzige bleiben, der seine Zusammenarbeit mit Lahnstein Enterprises aufkündigt. Wenn sich das rumspricht. Glaub mir, das hat es schon. Also, ich hab dir doch versprochen, dass sich die Leute nach dir umdrehen werden. Sag bloß, du hast jetzt so ein riesiges Burrito-Kostüm besorgt, oder? Hab ich gerne gemacht, aber gab's nicht. Nee, stattdessen habe ich einen voll ausgestatteten Burrito-Bauchladen. Da hast du genug Platz für deine vorgefertigten Burritos, für Servietten und Soßen. Na, ist doch geil, oder? Auf keinen Fall laufe ich mit so einem Ding rum, das kannst du vergessen. Ja, wenn du es schon nicht für mich machst, dann mach es wenigstens für Emilio. Auch nicht für den, vergiss es. Hey. Was ist los? Sascha will, dass ich mit dem Zeug hier rumlaufe und für Emilios Burrito-Laden Werbung mache. Sexy, wo ist das Problem? Wo das Problem ist? Dass ich mich damit total zum Trottel mache. Du hast voll den coolen Job. Ja, aber ich weiß wenigstens, wie man Burritos macht. Wenn du das kannst, kann ich das schon lange. Aber nicht so gut wie ich. Meine sind besser. Wollen wir wetten? Okay. Wir beide machen Burritos und ihr zwei testet die und sagt, welche besser sind. Einverstanden. Cool, dann besorge ich die Zutaten und wir sehen uns in einer Viertelstunde im Bahnhof. Mhm. Kann ich das da lassen? Klar. Cool, bis dann. Tschö. Dem werde ich es zeigen. Gegen meine Burritos hat er gar keine Chance. Andi, hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen? Nee, wieso? Was denn? Du kannst nicht kochen. Also wirklich, so gar nicht. Naja, also Burritos sind eben nicht leicht. Also als Sie Frau von Ittershagen den Champagner übergeschüttet haben, da habe ich schon den Atem angehalten. Tja, ich weiß eben, wie man die feinen Damen aus ihren Klamotten kriegt. Ja, das kann man so sagen. Es hat funktioniert. Erst haben die Damen der feinen Gesellschaft die Näschen über unsere Dessous gerümpft und dann waren sie alle begeistert. Sogar bei den delikateren Teilen haben die Damen von uns zu nicht widerstehen können. Na, da werde ich die Damen ein wenig alleine lassen. Oh, ich will sie nicht vertreiben. Bevor ihre Anekdoten noch weiter in den nicht jugendfreien Bereich abrutschen, werde ich den Kleinen mal ein bisschen lüften. Hat er denn auch ein Problem mit dem Thema Dessous? Oh, wie bei mir zu Hause. Aber allerdings, wie ihr Herr Wolf reagiert hat, als er sie bei uns auf der Verkaufsparty auf dem Schloss in Dessous gesehen hat. Oh, es hat nichts zu bedeuten. Wer weiß? Ich weiß es, ganz sicher. Klingt so, als hätten Sie sich eine andere Reaktion gewünscht. Ich? Ach was. Na, ich bitte Sie, Herr Wolf ist ein attraktiver Mann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er Ihnen gefällt. Nein. Also doch, natürlich ist er ein bisschen vielleicht. Aber er interessiert sich nicht für mich, also nicht als Frau. Deswegen vergessen wir das am besten ganz schnell wieder. Ach, das wäre aber schade. Was schauen Sie mich jetzt so an? Ich glaube, dass man Herrn Wolf vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen muss. Er sieht in mir nicht mehr als eine zuverlässige Haushaltskraft. Hat er das gesagt? Seine Signale sind eindeutig. Aber Ihre sind es vielleicht nicht. Jessica kommt auch gleich zum Probeessen ins No Limits. Sehr gut. Auch wenn sie von sonst nichts eine Ahnung hat, aber von Fast Food versteht sie was. Weißt du denn jetzt, was du zu tun hast? Es gab im Internet so ein Video, da haben sie alles ganz gut erklärt. Hey, Sascha. Hey. Na? Soll ich jetzt auch zeigen, wie man eine Herdplatte anmacht? Nicht nötig. Ich habe schon mit Herdplatten gespielt. Da gab es bei euch noch keine Elektrizität. Na dann, möge der Bessere gewinnen. So sieht's aus. Gregor Salto,
Bruder. Papayo, Mr. Worldwide, Daddy. It's a Paya, todo malo es a Paya. Stay with me. It's a Paya, todo malo es a Paya. Stay loud. It's a Paya, todo malo es a Paya. Stay louder. It's a Paya, todo malo es a Paya. Sube las manos para arriba. Que sí, gut aus. Porque le encantan el drama. That's why I say, it's a paya, todo lo malo. Ist es auch richtig abgeschmeckt? Was? Wieso das denn? Andi. Willst du hier? Hey, jetzt raste nicht gleich wieder aus, ja? Der Skandal, den du da draußen inszeniert hast, der reicht völlig. Ja, und der geht völlig auf dein Konto, du dämliches Arschloch. Ja? Ich habe dir Evas Schwangerschaft verschwiegen. Willst du gar nicht wissen, warum? Weil sie gerade erst in deinen Armen gestorben war. Weil du unschuldig im Gefängnis gesessen hast. Du warst völlig apathisch und depressiv und jetzt sag mir bitte, was hätte ich dir sagen sollen? Komm, Ansgar, was? Die Wahrheit, verdammt nochmal. Die Wahrheit, wozu denn? Damit es dir noch beschissener geht? Oh Gott, Ansgar, ich wollte doch einfach nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Glaubst du ernsthaft, dass es für so etwas den richtigen Zeitpunkt gibt? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich dachte trotzdem, dass ich es dir damit leichter mache. Damit eins mal klar ist. Du bist nicht für mich verantwortlich, also schieb dir dein beschissenes Verständnis sonst wohin! Weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Ja, ich hab die Schnauze voll von deinen ganzen Aussetzern, davon, dass du den Ruf dieser Familie ruinierst! Die Schonfrist ist vorbei. Ja, ich war dabei, da ist auch wirklich nur Essbares drin. Ja, die Dinger sind bestimmt voll der Hammer. Ich bin mir sicher, du siehst Hammer mit dem Hut aus. Also gut, Leute, lassen wir unsere Jury entscheiden. Die auf dem roten Teller sind mein Hammer. Okay. Naja. Gar nicht schlecht, Andi. Hätte auch Emilio gemacht haben können. Hm. Und jetzt meine, los. Den. Oh
Was sind die Schafe? Ich habe keine Ahnung, ob die lecker sind, aber meine Zunge ist taub und das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens. Sag, was hast du gemacht? Sorry, aber die kann wirklich kein Mensch essen. Tja, ich schätze, du musst heute mit diesem Bauchladen durch die Stadt ziehen. Ja, die erste Anprobe ist fällig, eindeutig. Oh ja, bitte. Oh. Sorry, ich muss zur Arbeit, Mittagspause ist vorbei. Du machst Fotos? Mhm, auf jeden Fall. Tut mir leid, dass wir jetzt so Hals über Kopf hierher mussten, aber um manche Sachen muss man sich einfach selber kümmern. Ja, das kenne ich. Wenn ich einen Wolf zum Einkaufen schicke, dann kommt er auch immer nur mit der Hälfte der Liste zurück. Was möchten Sie trinken? Einen Kaffee? Oh, gerne. Ich weiß noch, als ich das erste Mal über Ihr Restaurant in der Zeitung gelesen habe, damals habe ich noch im Bergischen gewohnt. Mhm. Na, damals habe ich mir vorgenommen, dass ich unbedingt mal hierher komme, wenn ich in Düsseldorf bin. Und jetzt sitze ich hier mit der Besitzerin. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, es hat sich ziemlich viel verändert in Ihrem Leben in den letzten Monaten. Ja, so viel war in den letzten 20 Jahren nicht los bei mir. Ja, aber es ist doch aufregend. Sie können sich noch mal völlig neu entwerfen. Und das ohne, dass Ihnen jemand reinredet. Mhm. Manchmal macht mir das ein bisschen Angst. Aber es ist auch ein sehr gutes Gefühl. Mhm. Ich glaube, in unserem Alter macht es besonders viel Spaß. Ja, weil man selbstbewusst genug ist und einem nicht mehr alles Mögliche peinlich ist. Nicht mal, wenn einen der eigene Chef in Unterwäsche sieht. Oh la la. Bitte schön. Danke. Also immerhin hat Herr Wolf ja souverän reagiert. Ja, er ist so direkt und gerade raus. Das mag ich. Ja, und Sie gefallen ihm, das ist offensichtlich. Hm. Aber es ist schön, mal wieder Interesse an jemandem zu haben. Ich hätte nicht gedacht, dass das so bald wieder passiert. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass dieser jemand es auch merkt. Na gut, einen Versuch kann man ja mal starten. Das wäre auch mal wieder Zeit für ein neues Outfit. Da habe ich genau den richtigen Laden für Sie. Was? Sie wollen mitkommen? Ihre persönliche Einkaufsberaterin, wenn Sie es mögen. Ja, klar. Also ich finde, das steht ja wirklich ausgesprochen gut. Ich würde schon eher sagen, das ist richtig hot. Also wir sollten vielleicht jemanden mitschicken, der dich vor den ganzen Frauenangriffen beschützt. Ja, auf jeden Fall. Lippen nämlich total aus. Mr. Burrito, Mann, ich will ein Kind von dir. Wir werden ja sehen, wer noch mehr Umsatz von uns beiden macht. Ich auf der Straße oder du im Laden. Wie, willst du ernsthaft wieder eine Wette mit mir abschließen? Wieso nicht? Wenn man nicht wieder gewinnen werde. Na, das werden wir sehen. Also für mehr Aufsehen wirst du auf jeden Fall sorgen. Du bist der Burrito, Mann. Können wir wenigstens diesen Hut weglassen? Nein. Also jeder Mann hat im Leben eine Aufgabe. Und deine Aufgabe ist es, diesen Hut zu tragen. Das ist nicht witzig. Oh, doch. Hey, Schatz. Ich wollte nur mal hören, wie es deiner Mama so geht. Echt? Da musst du jetzt wirklich operiert werden? Oh Gott. Ja, aber ist es nicht gefährlich mit nur einer Niere? Klar, wenn die Ärzte das sagen, dann. Ach so, ich habe ein Paket mit Geschenken für deine Geschwister geschickt. Ja, ich weiß, aber ich wollte irgendwas machen. Kim, ich würde gerne mal anfangen. Ich muss aufhören, okay? Ja, bis dann. Ciao. So, ihr wisst, warum ich euch alle hergebeten habe. Ansgars Verhalten von heute Vormittag hat uns bereits jetzt schon zwei wichtige Geschäftskontakte gekostet. Und bis morgen werden es noch mehr sein. Das heißt, wir sollten handeln, wenn wir noch größeren Schaden abwenden wollen. Und zwar schnell. Soll ich einen Entschuldigungsbrief schreiben? Könntest du einmal diese Sprüche lassen? Das ist kein Spiel! Richtig, das ist kein Spiel. Du hast mir verheimlicht, dass nicht nur Eva, sondern auch mein Kind ermordet wurde. Und deswegen werde ich mir jeden Einzelnen, der dafür verantwortlich ist, der Reihe nach vornehmen. Und der ganze Rest ist mir scheißegal. Und genau das ist das Problem. Es sollte dir nicht scheißegal sein. Landstein Enterprises steht kurz vor einer Katastrophe. Totaler Schwachsinn. Jetzt krieg dich mal wieder ein mit deinen ewigen Befindlichkeiten. Es geht dir ums Geschäft und damit auch um unsere Existenz, kapiert? Mit deiner Suche nach Alexa Berg. Und solchen öffentlichen Ausfällen wie heute, da gefährdest du uns alle. Das eigentliche Problem ist allerdings, dass du das ja noch nicht mal einsiehst. Gut,
Und was willst du jetzt dagegen tun? Du wirst etwas dagegen tun. Ich will, dass du mit sofortiger Wirkung deinen Firmenvorsitz niederlegst. Wow, du siehst ja aus wie eine heiße Katze. Ich hätte sie fast nicht wiedererkannt. Danke. Ich war mit deiner Tante shoppen. Die hat ja eine Ausdauer. Na, das ist jahrelange Übung. Die Frau ist ein Phänomen. Stöckelt stundenlang die Kühe rauf und runter, ohne ein einziges Mal umzuknicken. Charlie kann im Pumps sogar joggen. Oh, ja, das glaube ich sofort. Aber ich bin noch nicht ganz so weit. Krieg ich einen Cappuccino? Komm sofort. Komme. Ist bei euch was vorgefallen? Was? Bei wem? Herr Wolf und dir. Hattet ihr Streit? Wie kommst du denn darauf? Wenn er nicht mal Hallo sagt. Saßen Sie eben auch schon da? Ja, klar. Ich habe Sie gar nicht erkannt. Sie brauchen eine Sehhilfe. Wow, Sie sehen ja großartig aus. Danke. Ja, aber setz dich doch gern zu mir. Ich kann gleich ein bisschen mit Ihnen angeben. Ach so, oder haben Sie... Ja, kommt wohl gleich. Was? Na dann, ja, gib mich auch nichts an. Viel Spaß noch. Danke. Schön. Ihr seid also der Meinung, dass mein Rücktritt all unsere Probleme löst? Natürlich nicht alle. Aber es wäre das richtige Signal. Und von da aus könnten wir agieren. So, ich kürze das Ganze jetzt hier ab. Wer ist dafür, dass er zurücktritt? Ich bin für Ansgar. 4 Stimmen dafür, 1 dagegen. Schön, dass ihr euch so einig seid. Sobald du wieder zurechnungsfähig bist, können wir gerne erneut abstimmen lassen. Aber bis dahin verlange ich deinen Rücktritt. So. Dumm nur, dass du gar nichts verlangen kannst. Vielleicht beugst du dich einfach mal der Mehrheit. Warum sollte ich? Das hier ist kein demokratischer Prozess. Ich bin Chef in diesem Laden und ich entscheide, was passiert. Und wem das nicht passt, der kann gerne ausziehen. Du hast sie nicht mehr allein. Du bist doch völlig besessen von deiner Rache. Wenn du willst, dass diese Firma weiter existiert, dann legst du hier und jetzt deinen Vorsitz nieder. So, jetzt noch mal ganz sachlich. Ich werde meinen Vorsitz nicht niederlegen. Das werde ich niemals tun. Aber schön, dass die Fronten jetzt klar sind. Die Spitze. Buenos días, señorita. ¿Hubo rica? Sascha? Hey, Jesse. Ich dachte, deine Mittagspause sei vorbei. Ist sie auch, aber ich bin auf dem Weg zur Post. Sag, was du willst. Die anderen haben schon alles rausgelassen, was es zu sagen gibt. Ach komm, so schlimm ist das Outfit gar nicht. Gut, ich würde es jetzt nicht privat anziehen, aber es ist praktisch. Mhm. Dasselbe habe ich zu Andi gesagt, als ich dachte, er müsse es tragen. Dann verrate ich dir jetzt mal was. Du kannst froh sein, dass Andi den Job nicht macht. Weil die Frauen darauf stehen. Ja, klar. Nee, im Ernst. Das ist in uns drin. Ein Instinkt. Klar, weil ich nach Fleisch stinke. Nein. Eine Frau sucht einen Mann, der sie versorgen kann. Ein Mann, der abends ein erlegtes Tier mit nach Hause bringt oder zumindest ein Burrito. Jede Frau will, dass ein Mann die Familie versorgen kann. Mit dem, was ich im Rucksack habe, kann ich eine ganze Großfamilie ernähren. Siehst du? Und die Frauen, die hier vorbeilaufen, die wissen das vielleicht nicht, aber unbewusst fühlen sie sich unwiderstehlich zu dir hingezogen. Jetzt, wo du es sagst, so 1-2 Blicke sind schon gefallen. Na also, jetzt nutzt die Chance. Ran an den Speck. Danke, Jess. Tschüss. Hallo, die Damen. Na, wie wär's mit einem super leckeren Burrito? Gerne, ja. Gerne? Super. Mit oder ohne Soße? Bitte mit Soße. Jetzt los, er kommt sofort.
Wo ist er denn jetzt? Moment mal, erstmal würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, wie Sie dazu kommen, die Akte einfach rumliegen zu lassen. Sie wussten schon, dass er nichts von der Schwangerschaft erfahren darf, oder? Es tut mir leid und es hätte nicht passieren dürfen, ja. Wegen Ihrer Unprofessionalität dreht Ansgar gerade völlig durch und gefährdet unser gesamtes Unternehmen. Und er denkt, er ist im Recht. Tanja, lass mich das machen, ja? Es ist so, wir haben eine heikle Situation. Wir besitzen ein Unternehmen und das will natürlich geführt werden. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass mein Cousin aufgrund seiner Problematik dazu nicht mehr in der Lage ist. Es geht also um das Unternehmen? In erster Linie geht es uns natürlich um Ansgar. Er ist ja nicht nur für andere oder für die Firma eine Gefahr, er ist es wahrscheinlich auch für sich selbst. Das hat ja der heutige Vorfall gezeigt. Losgetreten durch Ihre Schlappigkeit. Ich halte es für absolut notwendig, ihn von seinen beruflichen Pflichten zu entbinden, damit er endlich den Raum hat, sich dem Geschehenen zu stellen, das Ganze aufzuarbeiten. Ja, und wenn es sein muss, leider auch gegen seinen Willen. Sie wollen, dass ich ihn für geschäftsunfähig erkläre? Hören Sie, als Jurist bin ich mir durchaus bewusst, welche enorme Konsequenzen eine Entmündigung für Ansgar nach sich ziehen würde. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich behalte mir vor, das selbst zu beurteilen. Aber dafür werden weitere Sitzungen nötig sein. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Wir müssen jetzt schnell eine Entscheidung treffen. Und ehrlich gesagt, ich hatte auf Ihre Hilfe gehofft. Es steht Ihnen ja frei, Strafanzeige gegen Ihren Cousin zu stellen. Das will ich auf gar keinen Fall. Warum nicht? Eine Strafanzeige? Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Wir wollen Ansgar doch nicht schaden. Uns geht es lediglich darum, die Geschäfte wieder in die Hand zu nehmen. Das verstehe ich. Aber ich kann und möchte an dieser Stelle kein abschließendes Urteil über seinen Zustand fällen. Dafür brauche ich Zeit. Und genau die werde ich mir auch nehmen. Verstehe. So, Tommy, jetzt geht's los. Machen wir zwei Männer uns auch einen schönen Abend, oder? Wir brauchen die Frauen doch gar nicht. So. Sollen die Frauen doch ohne uns ausgehen? Wie gut? Na komm. Die Schumann, die hat vielleicht scharf ausgesehen vorhin. Mein lieber Mann. Die hat sie gar nicht wiedererkannt. Noch ein. Hallo? Was ist das denn? Mit Ihnen haben wir ja noch gar nicht gerechnet. Tut mir leid, mit vorhin übrigens. Ja, ich wusste ja nicht, dass es da jemanden gibt, den Sie gern haben. Doch, es gibt jemanden. Sagen Sie bloß, der hat Sie versetzt. Na, er ist schon gekommen. Aber? Er hat sich gleich wieder aus dem Staub gemacht. Was ist das denn? Der hat sich stehen lassen in dem Kleid? Was für ein Blindfisch. Ja, er ist schon etwas eigen. Njam, njam, njam. Das glaube ich Ihnen aus Wort. Njam, njam. Was für ein Idiot, was? Ja, ziemlich dickfälliger Idiot. Mhm. Hat er Sie da schon öfter versetzt? Wir waren noch gar nicht so oft zusammen aus und es ist auch nichts Ernstes, eher so freundschaftlich. Freundschaftlich, so, so. Freundschaft zwischen Männern und Frauen, Tommy. Das ist die älteste Lüge der Menschheit. Kennen Sie den denn schon länger? Oh, eine ganze Weile. Scheint ja ziemlich Tomaten auf den Augen zu haben, oder? Ja, 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 ich weiß auch nicht, was die Frauen immer an solchen Hansel... Was die Frauen immer an solchen Hansel finden. Na komm. Oh, er hat auch eine ganz charmante Seite. Ja, abends wahrscheinlich im Keller, wenn ihn keiner sieht. Ja. Den würde ich ja gerne mal kennenlernen und ihn mir zur Brust nehmen. Na ja, wahrscheinlich würden Sie ihn sogar mögen. Er ist Ihnen gar nicht so unähnlich. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen uns. Ja? Ja, also wir zwei. Wir hätten eine Frau wie Sie nicht stehen lassen. Oder? Olé, Mr. Burrito Man. Na? Na? Läuft's gut? Du kannst mich nicht beklagen.
Anfangs lief es ein bisschen schwieriger, aber dann hat mir Jessie erklärt, warum Frauen auf Bauchläden abfahren. Aha, und warum? Käffchen? Gerne. Das ist so ein Instinktding. Wegen dem Fleischgeruch? Nee, wegen dem Versorgergehen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich danach nur noch auf die Frauen konzentriert und dann gingen die Burritos weg wie warme Semmel. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bei Andi genauso gut läuft. Auf jeden Fall. Ich habe dem noch eine ganze Busladung vorbeigeschickt. So, das macht dann 6 Euro. Vielen Dank. Stimmt so. Firma, Dank. Guten Hunger. Schatz, einmal vegetarisch. Bitte sehr. So, das macht dann 5 Euro, bitte. Ich danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war jetzt wohl erstmal der letzte Kunde. Das muss ja eine ganze Busladung gewesen sein. Gut, ich kann auch echt eine Pause gebrauchen. Ja, es gibt da auch so eine Sache, die ich gerne nachholen möchte. Ein Burrito essen? Fast. Dann hat sich dein Einsatz ja gelohnt. Auf jeden Fall. Hast du ein paar Nummern zugesteckt bekommen? Das auch, aber vor allem wegen der Kohle. Meinst du echt, du hast mehr verdient als Andi? Weiß ich nicht, ich glaub's nicht. Aber das werden wir ja sehen. Du kannst halt schon wieder neue Zwiebeln schneiden, hä? Ah, und was machst du in der Zeit? Ich zähle das Geld. Oh nein! Was ist? Die Kasse. Ist alles weg. Frau Dr. Baumgärtner, haben wir unsere letzte Chance. Das war ja klar, dass Ansgar sich weigert. Gott, wie naiv von mir zu glauben, dass ihm noch irgendetwas an dieser Firma liegt. Naja, worüber wolltest du mit mir reden? Warum schließt du ab? Bitte setz dich. Ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich darüber nachgedacht habe, welches Mittel angemessen wäre, um zu erreichen, was wir erreichen wollen. Also, wie ich das sehe, haben wir gar keine Mittel. Abwarten. Ansgars Abtrittserklärung, die hat er doch aufgesetzt, kurz bevor er nach Kanada wollte und dann noch im Gefängnis unterschrieben. Aber die hat dich doch zerrissen. Wo hast du die her? Entschuldigen Sie. Frau Schumann. Und wie ist es gelaufen? Haben Sie sich amüsiert? Ja. Das kann man so sagen, auch wenn mein Outfit nicht ganz den erwünschten Effekt hatte. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie damit nicht angekommen sind. Sie glauben das nie, aber Herr Wolf hat mich nicht mal erkannt. Was? Ja, und dann hat er gedacht, ich hätte ein Date. Naja, hätte ja auch eins werden können. Ja, leider nicht mit Herrn Wolf. Vor lauter Panik, in meine Verabredung zu platzen, hat er fluchtartig das Lokal verlassen. Und als ich dann wieder zu Hause war, hat er sich stundenlang drüber ausgelassen, dass das für ein ungehobelter Klotz sein muss, der mich alleine vor einer Tasse Kaffee sitzen lässt in dem Kleid. Ach, dieser Mann sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, und das als Förster. Ach, mit den Beamten ist es auch nicht besser. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Es liegt wahrscheinlich am Y-Chromosom. So ein allgemeiner männlicher Gendefekt. Nennt man auch Begriffsstutzigkeit. Kommt in allen Alters- und Gesellschaftsschichten vor. Eng verwandt mit der Affinität zu den drei großen Bs. Bier, Baumärkte und Baumaschinen. Sie haben noch Fußball vergessen. Bundesliga, das vierte B. Naja.
Auf jeden Fall gefalle ich ihm irgendwie. Sonst würde er mir ja keine Komplimente machen. Und fürs Erste reicht mir das auch. Herr Wolf wird schon noch das Potenzial entdecken, das in Ihnen steckt, so wie ich. Potenzial? Ja, Sie sind ein ziemlich heißer Feger. Was? Ja, Sie haben eine tolle Ausstrahlung. Ich mag Ihre Natürlichkeit und wie Sie jetzt so kraftvoll durchstarten. Das ist das, was wir brauchen. Was Sie brauchen? Sie sind der Typ, der unsere Zielgruppe verkörpert. Und wir brauchen neue Fotos für die Website. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich als Model für unsere Dessous buchen lassen. Wie sieht's aus? Haben Sie Lust, sich für den Online-Shop ablichten zu lassen? Wiederhergestellt, was bereits genauso existiert hat. Ja, komm, Sebastian. Du wolltest ihn für unmündig erklären lassen. Finde ich diese Variante weitaus weniger bedenklich. Was ist, wenn er die Unterschrift prüfen lässt? Wieso sollte er das tun? Er hat diese Erklärung in deinem Beisein unterzeichnet. Dass du sie später zerrissen hast, das weiß er ja nicht. Und niemand wird es erfahren. Ich schwöre es wirklich, ich verspreche es dir. Und, wie viel habt ihr eingenommen? Was? So schlecht? Pass auf, es lief total gut und dann war die Kasse auf einmal weg. Was? Wie das denn bitte? Wir haben gerade mal nicht aufgepasst. Plötzlich haben sie uns die Kasse geklaut. Wie, ihr habt nicht aufgepasst? Wirklich, nur ganz kurz. Es waren gerade nicht so viele Gäste da. Und da haben wir... Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt euch die ganzen Tageseinnahmen klauen lassen, weil ihr kurz... Schon, das hätte jedem passieren können. Ist es aber nicht. Es ist Andi passiert. Und Emilio braucht die Kohle verdammt noch mal. Dann wäre ich im Laden gewesen, wäre das nicht passiert. Gut, vielleicht, aber... Dann hättest du auch nicht solche Einnahmen gehabt, weil deine Burritos nicht schmecken. Mann, das mit der Schärfe hätte ich in den Griff gekriegt, aber du hast Kacke gebaut. Ach komm, jetzt warte doch mal. Zur Arbeit. Ich krieg dich, du Miststück. Was willst du denn hier raus? Bitte ein wenig mehr Begeisterung. Ich wollte mal hören, wie es dir so geht. Nachdem ihr alle versucht habt, mich als unzurechnungsfähig einstufen zu lassen, soll das ein Witz sein? Wenigstens von dir hatte ich ein bisschen mehr Unterstützung erwartet. Weißt du, wenn du mich nicht als Geschäftsführer einfach abgesägt hättest, dann hätte ich dich sogar sehr gerne unterstützt. Aber so muss ich leider passen. Hm. Wir haben zwar alle erzählt, dass du nicht mehr alle Latten am Zaun hast, aber wenn ich mir das hier so angucke... Ach, leck mich doch. Ich krieg Alexa und der Rest ist mir egal. Es sei denn, sie steckt mich vorher in die Klapse. Ja, das kannst du vergessen. Ich bleib hier und ihr könnt nichts daran machen. Genauso wenig, wie ihr verhindern könnt, dass ich Chef der Firma bleibe. Anscheinend weißt du es noch nicht, also betrachte es als Reminiszenz an unsere frühere Zusammenarbeit. Ansgar von Lahnstein tritt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück. Sebastian von Lahnstein übernimmt. Na? Worüber freuen Sie sich denn so? Über einen Modelvertrag. Hallo? Habe ich was verpasst? Kann schon sein. Komisch, sonst erzählen mir meine Töchter immer alles. Aber dass jetzt eine von Ihnen modeln wird, haben Sie mir nicht erzählt. Es wird ja auch keine von Ihnen modeln. Das ist mein Vertrag. Wie, Ihr Vertrag? Ja, mein Vertrag. Ich werde modeln. Ha. Sie werden modeln? Ja.
in den Dessous von Frau Schneider und Frau von Landstein. Ach, das ist ja... Ja, das hätten Sie mir jetzt nicht zugetraut, ne? Na ja, sagen wir mal so, ich, also, das finde ich schon sehr mutig. Mutig? Ja. Ja, also, ich habe Sie ganz anders eingeschätzt. Na, da haben Sie sich wohl verschätzt. Ja. Toll. Hey, Emilio, alles klar? Ja, klar habe ich mich drum gekümmert. Ja, Anja und Bella haben mitgeholfen. Lief super. Die Einnahmen? Nee, die habe ich noch nicht. Nee, mach ich. Ich muss hier noch ein bisschen arbeiten, dann mache ich den Laden gleich wieder auf. Ja, vielen Dank. Und hey, alles Gute für deine Mama. Bis dann. Tschüss. Hi. Hi. Ich wollte liebe Grüße von Emilio ausrichten. Braucht die Kohle ganz dringend. Krankenhauskosten sind wohl doch höher als gedacht. Pass auf, ich mach den Laden gleich wieder auf. Wenn du willst, dann kann ich morgen diesen Bauchladen weitermachen und du im Burrito-Laden arbeiten. Ach was, passt schon. Aber vielleicht wäre uns das mit dem Geld ja nicht passiert. Sei dir da mal nicht so sicher. Außerdem machst du die besseren Burritos als ich. Das heißt, wir arbeiten wieder zusammen? Klar. Wir holen die Kohle schon wieder ran, hä? Ja, dafür laufe ich sogar mit diesem scheiß Hut durch die Gegend. Jetzt leite ich Landstein Enterprises. Und ich hatte gehofft, dass wir bei einem erneuten Termin noch mal über alles reden können. Ja, das freut mich zu hören, Herr von Ittersagen. Gut, dann werde ich etwas arrangieren lassen. Ja. Was soll diese dämliche Presseente? Hatte ich mich vorhin nicht klar ausgedrückt? Doch, das hattest du, aber hatte ich nicht auch klar gemacht, dass ich nicht tatenlos zusehen werde, wie du unser Erbe ruinierst? Glaubst du im Ernst, du kommst damit durch? Ich werde jetzt... Du wirst hier gar nichts mehr. Ich werde jetzt erstmal versuchen, den Schaden zu beseitigen, den du angerichtet hast. Hm? Du glaubst ja nicht im Ernst, dass du mich mit einer fingierten Pressemeldung zum Rücktritt bewegen kannst. Das kannst du vergessen. Ich bin der rechtmäßige Erbe von Ludwig und das kannst du nicht anfechten, weder juristisch noch formal. Nein, das kann ich nicht. Ich kann den Willen meines Vaters nicht anfechten, aber ich bekomme trotzdem den Vorsitz, wenn du deine Rechte freiwillig abtrittst. Was du auch schon getan hast mit dieser Unterschrift. Und damit ist das Ganze juristisch bindend. Ab jetzt leite ich Landstein Enterprises und du bist aus. Das wirst du bereuen.